Hallo, in diesem RÜ-Video von Altmann Schmidt wollen wir gleich zwei Entscheidungen unter die Lupe nehmen. Und zwar heute auch mal zu zweit. Natürlich in diesen Corona-Zeiten unter Wahrung des gebotenen Schutzabstandes. In beiden Fällen geht es um die Strafbarkeit der Nötigung eines anderen zur Wegnahme einer fremden Sache. Als Ausgangsfall nehmen wir eine BGH-Entscheidung, die wir schon im Juliheft 2019 in der RÜ veröffentlicht haben. Als Abwandlung dieses Falls besprechen wir dann eine aktuelle Entscheidung aus dem Maiheft 2020. Das Grundmuster beider Fälle ist sehr examensrelevant. Die BGH-Lösungen dazu sind aber an entscheidender Stelle lückenhaft und fordern zum Widerspruch heraus. Hier zunächst der im Sachverhalt vereinfachte Ausgangsfall. A hatte gegen B eine Geldforderung. Um ihn zur Zahlung zu veranlassen, suchte er ihn über 3 Tage hinweg immer wieder auf und machte ihn durch Drohungen mit massiver Gewalt gefügig. Am 4. Tag verbrachte er ihn in sein Auto und erklärte, er werde ihn erst dann wieder laufen lassen, wenn er die Schulden beglichen habe. Er sollte dazu 2 Computerspielkonsolen aus einem Elektronikmarkt entwenden und dem A zur Schuldentilgung übergeben. Bei der Entwendung wollte A selbst nicht vor Ort sein, sondern im Auto auf die Rückkehr des B warten. So geschah es. B entwendete die Spielkonsolen und brachte sie zu A, der sie an einen Hehler veräußerte und den Erlös für sich behielt. In der Originalentscheidung ging es nur um die Strafbarkeit des A. In einer Strafrechtsklausur wäre allerdings sicher, die Strafbarkeit von B und A zu prüfen. Fangen wir mit dem B an. Für diesen kommt nur ein Diebstahl nach § 242 in Frage. Indem er die fremden Spielkonsolen aus dem Elektronikmarkt fortschaffte, hat er den Gewahrsam des Leiters des Marktes gebrochen und, wenn auch nur vorübergehend, eigenen Gewahrsam an den Sachen begründet. Die Wegnahme war damit also vollendet. Der B handelte auch vorsätzlich. Näher zu erörtern ist hier lediglich die Zueignungsabsicht. Es taucht an erster Stelle die Frage auf, welche Bedeutung der Übergabeakt an den A insoweit zum Zwecke der Schuldentilgung hatte. Man könnte im Sinne einer Eigenzueignungsabsicht argumentieren, dass die Übergabe der beiden Spielkonsolen an A wie ein quasi dinglicher Verfügungsakt aussähe und die Gegenleistung dafür die Befreiung von den Verbindlichkeiten gewesen wäre. Dann hätten wir es mit einer Situation zu tun wie bei einem Verkauf der Sache, und dann wäre die Eigenzueignungsabsicht zu bejahen. Gegen eine solch dominante Rolle des B spricht aber, dass er die Spielkonsolen nicht aufgrund einer eigenen Entscheidung entwendet hat, um dann etwas zur Schuldentilgung für den A in der Hand zu haben. Es spricht auch dagegen, dass der B ja gerade auf Anweisung des A handelte. Der A hatte ihn über Tage hinweg gefügig gemacht und ihm auch angedroht, er werde aus dieser Situation erst nach erfolgter Tatausführung wieder entlassen. Insofern hat die Übergabe der Spielkonsolen eigentlich nicht den Charakter einer Verfügung über diese Sache. Der B hat sich dann also insoweit nicht als Quasi-Eigentümer aufgespielt, sondern hier nur diesen erzwungenen Auftrag erfüllt und wollte dies auch. Dann hat der B keine Eigenzueignungsabsicht, aber jedenfalls die Absicht rechtswidriger Drittzueignung, weil es ihm ja gerade darauf ankam, zugunsten des A zu handeln. Diese Argumentation ist überzeugender. Streng genommen brauchte man diese Frage im Rahmen des Diebstahls noch gar nicht zu entscheiden, da in jedem Fall der Diebstahlstatbestand erfüllt ist. Trotzdem hat die Gewichtung der Rolle des B entscheidende Bedeutung, und zwar für die Vermögensdelikte, die an späterer Stelle zu prüfen sind. Jedenfalls macht sich B nicht wegen Diebstahls strafbar.
Er stand nämlich unter diesem Nötigungsdruck, weil A ihn mit massiven Körperverletzungen bedrohte. Ob der B diese Gefahr durch die Benachrichtigung der Polizei während der unüberwachten Zeit auf zumutbare Weise abwenden konnte, bleibt zweifelhaft. Er hat zwar eine Ursache für diese Nötigungslage, für diese Notstandslage gesetzt, indem er seine Schulden nicht beglichen hatte, aber dies ist noch kein vorwerfbares Verhalten. Daher hat er die Notstandslage jedenfalls nicht schuldhaft herbeigeführt. Die Rechtsfolge des Handelns in einem sogenannten Nötigungsnotstand, wie er für B daher vorlag, ist umstritten. Einige lassen bereits die Rechtswidrigkeit nach § 34 entfallen. Überwiegend wird jedoch nur eine Entschuldigung aus entschuldigendem Notstand nach § 35 bejaht. Jedenfalls ist B im Ergebnis nicht wegen Diebstahls strafbar. Kommen wir zur Strafbarkeit des A. Hier sind verschiedene Delikte in Betracht zu ziehen. Soweit es erst einmal um die Erlangung der Spielkonsolen geht, drängt sich natürlich wegen der bereits vorher geprüften Nötigungssituation ein Diebstahl in mittelbarer Täterschaft auf. Da A hier aber auch Raubmittel eingesetzt hat, ist natürlich Raub mit zu untersuchen, und zwar vorrangig. Im Falle einer Verneinung müssen wir überlegen, ob eine räuberische Erpressung in Betracht kommt. Aus dieser Prüfung ergibt sich dann auch eine Beantwortung der Frage, ob A möglicherweise wegen erpresserischen Menschenraubes im Zwei-Personen-Verhältnis oder bei Verneinung zumindest wegen Geiselnahme nach § 239b strafbar ist. Randdelikte sind dann noch die Hehlerei durch Erlangung der beiden Spielkonsolen und natürlich Unterschlagung durch den Weiterverkauf an den bösgläubigen Hehler. Beginnen wir also mit dem Raub gemäß § 249. Dass A den B mit gegenwärtiger Leibesgefahr bedroht hat, haben wir bereits festgestellt. Die Raubmittel können sich zwar auch gegen andere Personen als den Gewahrsamsinhaber richten, zum Beispiel gegen Wachpersonal. Einschränkend ist aber erforderlich, dass der Genötigte zumindest aus Sicht des Täters eine Person ist, die bereit ist, auch den Gewahrsam zu schützen. Anderenfalls kann das Raubmittel objektiv und subjektiv nicht dazu eingesetzt werden, erwarteten oder tatsächlich geleisteten Widerstand gegen die Wegnahme zu überwinden. Dies zeigt insbesondere der vorliegende Fall. Der B war nämlich keine Person, die den Gewahrsam an den Spielkonsolen gegenüber A verteidigen wollte und die deshalb durch das Raubmittel der gegenwärtigen qualifizierten Drohung ausgeschaltet werden musste. B wurde vielmehr durch die Drohung als Werkzeug, als verlängerter Arm des A für die Wegnahme eingeschaltet. Aufgrund dieser raubtypischen Einschränkung, die man auch bei dem Merkmal des raubspezifischen Zusammenhangs von Wegnahme und Nötigung erörtern könnte, ist eine Bestrafung aus 249 zu verneinen. Gut, damit schließt sich die Frage an, ob eine räuberische Erpressung gemäß Paragraphen 253, 255 vorliegt. Hier bietet es sich zunächst an, eine räuberische Erpressung im Zwei-Personen-Verhältnis, also gegenüber B und zu seinem Nachteil, zu diskutieren. Eine Drohung mit gegenwärtiger Leibesgefahr liegt vor. Als Opferreaktion verlangt das Gesetz Tun, Dulden oder Unterlassen des Genötigten, das, wenn es um eine Erpressung im Zwei-Personen-Verhältnis geht, dann auch zu einem Vermögensnachteil in seinem Vermögen geführt haben muss. Das Schrifttum, die sogenannte Verfügungslehre, verlangt darüber hinaus eine Vermögensverfügung als notwendigen Nötigungserfolg, die aber ebenfalls in dem Vermögen des Genötigten einen Vermögensnachteil entstehen lassen muss. In der Entscheidung zum bereits dargestellten Ausgangsfall aus 2019
bejaht der dritte Strafsenat dies im Zusammenhang mit 239a ohne nähere Begründung. Es bleibt unklar, worin überhaupt der Vermögensnachteil des B bestehen muss und auch durch welche Handlung er überhaupt diesen Nachteil herbeigeführt haben soll. Ziehen wir klarstellend hierzu die aktuelle Entscheidung des vierten Strafsenats heran. Darin wird zunächst mal klargestellt, dass allein die Vornahme einer strafbaren Handlung keinen Vermögensschaden beim Nötigungsopfer begründen kann. Das ist nichts anderes als die bereits bekannte ständige Rechtsprechung, wonach die Ausnutzung der Arbeitskraft einer Person zu strafrechtlich verbotenen Zwecken kein Vermögensbestandteil und damit kein Vermögensnachteil sein kann. Damit bleibt nur die Frage, den Vermögensnachteil bei B in dem Verlust des kurzfristig erlangten Besitzes an den zuvor entwendeten Spielkonsolen zu sehen. Gegen die Vermögensqualität dieser Besitzposition spricht jedoch Folgendes. Erstens ist schon fraglich, ob der deliktische Besitz des Diebes überhaupt zum strafrechtlich geschützten Vermögen gehört. Der Umstand, dass die zivilrechtlichen Besitzschutzvorschriften in Paragraphen 858 und 59 des Bürgerlichen Gesetzbuches auch den unrechtmäßigen Besitz schützen, ist kein maßgebliches Argument. Denn diese Vorschriften schützen nur allgemein den Rechtsfrieden, aber verhelfen der deliktisch erlangten Position nicht zu einer rechtlichen Anerkennung. So jedenfalls eine Auffassung in der Literatur. Die Rechtsprechung hält allerdings weiterhin am wirtschaftlichen Vermögensbegriff fest und berücksichtigt normative Überlegungen bei der Vermögensqualität nur punktuell und wenig konsistent. Demnach kommt jede wirtschaftlich wertvolle Position, eben auch der Besitz des Diebes als Vermögensbestandteil, in Betracht. Gut, selbst wenn man dem wirtschaftlichen Vermögensbegriff folgen sollte, stellt sich doch im konkreten Fall angesichts der bereits oben bei der Zueignungsabsicht dargestellten untergeordneten Rolle des B die Frage, ob das, was er da in Händen hatte, dieser Besitz an den beiden Spielkonsolen, tatsächlich einen Vermögenswert darstellen kann. Man muss sich klar machen, dass er gehandelt hat, um sich vor den Drohungen, vor der Verwirklichung dieser Drohungen durch A zu schützen, dass er im Auftrag des A gehandelt hat und diesem ohne Zwischenschaltung anderer Handlungen sofort den Besitz an diesen Konsolen weitergegeben hat. Also insofern ist sehr fraglich, ob diese faktische Zugriffsmöglichkeit als Verfügungsgewalt im Sinne eines Vermögensbestandes im Rahmen des Paragraphen 253, 255 anzusehen ist. Ja, in der Tat. Und dort hilft vielleicht auch mal ein Blick in das Einziehungsrecht. Bei der Einziehung von Taterträgen nach Paragraph 73 Absatz 1, dort ist die Rechtsprechung nämlich auf dem Standpunkt, dass der Beteiligte einen Vermögenswert nur dann erlangt hat, wenn in irgendeiner Phase des Tatverlaufs er über den Vermögensgegenstand eine tatsächliche Verfügungsgewalt innehat, sodass er auch wirklich einen messbaren Vorteil hat. Davon kann hier allerdings wegen dieser sehr unterlegenen Stellung des B eigentlich überhaupt keine Rede sein. Das bedeutet, dass eine räuberische Erpressung im Zwei-Personen-Verhältnis abzulehnen ist. Dann bleibt nur eine räuberische Dreieckserpressung gegenüber B und zum Nachteil des Elektronikmarkts, und zwar durch Veranlassung der Entwendung und durch Entgegennahme der Diebesbeute. Dabei taucht zunächst die Frage auf, ob man neben einer Wegnahme zugleich noch überhaupt eine erpressungsrelevante Handlung oder Vermögensverfügung annehmen darf. Dieser Streit ist bekannt. In jedem Fall aber brauchen wir für eine solche Dreieckserpressung eine irgendwie geartete Nähebeziehung des Genötigten zu dem geschädigten Vermögen. Das bedeutet eine Nähebeziehung des B zu dem Elektronikfachmarkt. Hierzu äußert sich der dritte Strafsenat in der
Entscheidung aus 2019 nicht, da, wie wir dargelegt haben, offenbar die Erpressung schon im Zwei-Personen-Verhältnis bejaht wird, was wir für nicht zutreffend halten. Wir können hierzu, zu der Dreieckserpressung, die Entscheidung des vierten Strafsenats aus 2020 heranziehen, wonach es an diesem Näheverhältnis fehlt. Und zwar gleich viel, welche Kriterien man dafür heranzieht. Entweder nach der Nähe- oder Lagertheorie, weil es keine irgendwie geartete faktische oder soziale Situation gab, die den B in die Nähe des Elektronikmarktes rückte, und erst recht nicht nach der in der Literatur vertretenen Befugnistheorie, wonach ja auf das rechtliche Dürfen abzustellen ist. Und ein rechtliches Dürfen hat in der Person des B in Bezug auf den Gewahrsam des Elektronikmarktes natürlich überhaupt nicht vorgelegen. Das bedeutet, dass auch eine räuberische Dreieckserpressung abzulehnen ist. Damit entfällt dann auch entgegen der Entscheidung des dritten Strafsenats aus dem Jahr 2019 eine Strafbarkeit wegen erpresserischen Menschenraubes gemäß § 239a. Denn der A hatte dann gerade nicht die Absicht, durch die fortdauernde Bemächtigungslage eine Erpressung zu ermöglichen. Denkbar ist dann allenfalls eine Geiselnahme nach § 239b. Dazu müsste man in der Äußerung des A, er werde den B erst wieder laufen lassen, wenn dieser die behaupteten Schulden beglichen habe, die hinreichend konkretisierte Androhung einer Freiheitsberaubung von über einer Woche sehen. Man kann die Äußerung allerdings auch so verstehen, dass A dem B angekündigt hat, ihn erst nach der Schuldentilgung wieder laufen zu lassen und dann nicht weiter unter Druck zu setzen. Eine Drohung mit einer schweren Körperverletzung nach § 226 oder gar mit dem Tod liegt auch in der Ankündigung solch massiver Gewalt jedenfalls noch nicht. Dann wäre auch der § 239b zu verneinen. Das heißt, dann würde sich die Strafbarkeit des A reduzieren auf Freiheitsberaubung gemäß § 239 Absatz 1 durch das Verbringen des B in sein Auto. Ferner die Nötigung zur Wegnahme gemäß § 240 und selbstverständlich auf den Diebstahl in mittelbarer Täterschaft gemäß § 42, 25, 1, Alternative 2. Kommen wir dann zur Entgegennahme der Beute selbst, wäre noch an Hehlerei zu denken, über die wir anfangs schon kurz als Randdelikte gesprochen haben, aber wenn wir feststellen, dass der A selbst mittelbarer Täter der Wegnahme, also der Vortat, war, kann er selbstverständlich auch kein anderer im Sinne des § 259 gewesen sein. Die Weiterveräußerung an den Hehler schließlich hat ebenfalls keinen eigenen Unwertgehalt gemäß § 246, und zwar entweder, weil man Fälle dieser Art, die sogenannte Zweizueignung, schon gar nicht mehr als tatbestandsmäßig ansieht, so wie es die Rechtsprechung tut, oder weil man mit dem Schrifttum darin eine mitbestrafte Nachtat gegenüber dem Vorgeschehen, hier dem Diebstahl in mittelbarer Täterschaft, erblickt. Kommen wir dann also zu den Konkurrenzen und zum Ergebnis des Ausgangsfalls. Der A hat sich wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Diebstahl in mittelbarer Täterschaft strafbar gemacht. Alle diese Delikte stehen zur Klarstellung wegen der verschiedenen betroffenen Rechtsgüter und wegen des Eigengewichts der Rechtsgutsverletzung in Tateinheit zueinander gemäß § 52. Soweit der Ausgangsfall. Nach diesen Vorerörterungen ist die Abwandlung leicht verständlich. Der Sachverhalt ist auch nur geringfügig im Sinne der Entscheidung aus Heft 5 2020 zu modifizieren. Er lautet dann, statt die Tat auszuführen, ist es B gelungen, vorher wegzulaufen und sich dem Zugriff des A zu entziehen. In der Abwandlung hat sich B noch nicht einmal wegen eines versuchten Diebstahls strafbar gemacht, weil er vor dem Erreichen des Tatorts weggelaufen ist und damit noch nicht einmal unmittelbar im Sinne von § 22 zur Diebstahlstat angesetzt hat. Der A
hat keinen Tatentschluss für einen Raub oder eine räuberische Erpressung gegenüber B bzw. zu Lasten des Elektronikmarktes gefasst, weil der von seiner Vorstellung umfasste Sachverhalt, das haben wir ja gerade eben im Ausgangsfall näher erörtert, eben keines der Delikte des Raubes oder der räuberischen Erpressung erfüllt hätte. Und der A stellte sich auch eine entsprechende Begehung nicht vor. Das hat zur Folge, dass eine Bestrafung aus vollendetem erpresserischem Menschenraub gemäß § 239a durch sich Bemächtigen des B natürlich auch in der Abwandlung an dieser fehlenden Erpressungsabsicht des A scheitert. Geiselnahme gemäß § 239b scheidet aus, wenn wir keine tatbestandsmäßige Drohung mit einer über eine Woche dauernden Freiheitsentziehung annehmen und selbstverständlich auch keine Drohung mit einer schweren Körperverletzung oder mit dem Tod. Für einen Diebstahlsversuch in mittelbarer Täterschaft, da hatte der A zwar einen entsprechenden Tatentschluss, aber auch dabei fehlt es am unmittelbaren Ansetzen nach § 22. Denn in diesen Fällen der mittelbaren Täterschaft beginnt der Versuch nach der herrschenden Meinung ja erst, wenn der mittelbare Täter das Werkzeug nach seiner Vorstellung entlässt und die Tatvollendung dann auch alsbald eintreten soll. Von so einer Entlassung kann hier aber nicht gesprochen werden, vielmehr ist der B ja schon vorher geflohen. Dann wäre noch zu überlegen, eine versuchte Anstiftung zum Diebstahl in Betracht zu ziehen, aber der einfache Diebstahl ist eben kein Verbrechen, wie es § 30 voraussetzt. Das heißt, A hat sich in der Abwandlung dann tatsächlich nur wegen Freiheitsberaubung in Tateinheit mit versuchter Nötigung strafbar gemacht. Bitte schauen Sie sich beide Entscheidungen noch einmal in Ruhe an. Wie immer sind sie unten in der Infobox verlinkt. Diskutieren Sie gern unsere Lösungsvorschläge und auch die Kritikpunkte mit Ihren Mitstreitern aus der Lerngemeinschaft. Aber nicht vergessen, halten Sie Abstand. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bitte bleiben Sie gesund in diesen Zeiten des Social Distancing und lassen Sie sich Ihren Optimismus nicht nehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.